noch schlimmer. Zu resetten. Rede mal. Rede mal. Ja, hallo. Willkommen bei den anonymen Alkoholikern. Ach ja, das habe ich übrigens auch gemacht, Saru. Okay. Jetzt fliegen die ganzen Emotes rum. Wird schon gehen. Controller, also wohin? Ah, oben war ja die Brücke. Ja, du kannst halt bei den Katakomben wieder rausgehen. Ja, du musst ja wieder rufen. Genau, das sind die Zoomies. Bin ich noch dabei, einen Command einzurichten. Wo ist dein Zeichen? Ich bin noch gar nicht rausgegangen. Ich dachte, was war ein Dings für das Todesgeschwür. Ja, das war ich. Schauen, wie gut das ist. Was hast du bekommen dafür? Also mein Zeichen liegt. Das siehst du gleich, wenn du mich rufst. So. Was ist meine Waffe? Ist da unten. Ich finde meine Waffe nicht mehr. Ist nicht rechtzeitig gefunden. Oh, hey Saru. Das Boot ist ganz unten, warte. Warte. Da. Okay, ich bin noch. Guck mal, das habe ich bekommen. Das ist eine Keule. Ja. Guck mal, was die kann. Guck mal, was die kann. Okay. Es ist trotzdem eine Keule. Macht heilig Schaden. Diskaliert Glauben. Okay, mach das da. Schauen, wie viel. Guten Abend, Bruno. Au. Au. Putze! Was? Willst du den Kurs töten? Wenn du ihn siehst? Hinter uns ist ein Furz. Ah, da ist ein Furz. Ich hab den Furz gefunden. Au! Furz hat dich getötet. Nein, das war, glaube ich, nicht der Furz. Ich glaube, das war die falsche. Ja, ich krieg noch nicht so. Switch mal ein bisschen hin und her. Okay. Warum? So. Bin ich jetzt gespawnt? Ich habe mich gerade gefragt, wieso sehe ich Sarus Nachricht nicht? Dann ist mir aufgefallen, dass ihr dein Stream. Oh. Ach, hier bin ich gespawnt. Du bist da oben gespawnt. Ja, warte mal, ist kaputt. Lauf ich mal da hoch. Okay. Oh, da ist ein Item. Sagst du nicht, dass da ein Item war? Was? Wo? Au! Was ist? Ich will nicht ausgepeitscht werden! Ah! Du! Hi! Au! Gott, sind so viele Leute gestorben! Wo bist du denn? Bei der fetten Kuh! Beleidige es doch nicht. Das sind auch Gefühle, weißt du? Ja, sehr wärmende Gefühle. Aua! Nein. Marika-Start, hier, da. Zeichen ist gelegt. Ich wurde zu Boden geklatscht. Bäh.
Wo ist er? Ach, da. Das war so ein langes Delay. So ein langes Delay. Hallo, da bin ich wieder. Was macht das? Au! Die ist gerade bei mir aufgetaucht. Au! April hat einen Beinschutz. Hat mir seine Schuhe gegeben. Hat mir ihre Schuhe gegeben. Nur auf Gleichgewicht, nice. Der hat mich nicht mal getroffen, warum stelle ich mich da rein? Da hinten ist ein Skarabäus. Okay. Skarabäus, Eos. Da hinten ist meine Leiche. Eos, Eos, Eos. Ui. Skarabäus ist tot. Hilfe, ich bin im Baum. Habe ich schon gesagt, dass mir diese Brücke Angst bereitet? Angst, dass die einstürzt? Ich habe Angst, dass da irgendwas kommt. Da wird schon nichts kommen. Okay. Was heißt die Nachricht da? Vision hiervon, zu hoch, Achtung, wunderschön. Achtung, Glückseligkeit. Vielleicht war sie am Ende von der Brücke mal Linie. Ach, im Voraus, kurz gesagt, Vorsicht vor Projektilwaffe. Achtung, schöner Ausblick. Oh, das ist nice. Bist du gerade? Gesagt, dass die Brücke mir Angst macht. Aber dafür kann die Brücke nix, dass du runtergefallen bist. Oh, war nicht breit genug. Eine breite Brücke. Du bist einfach nur zu dumm. Ich komme dir entgegen. Ich bin schon fast wieder zurück. Ich bin schon fast wieder zurück. Ich bin am Anfang von der Brücke. Was haben wir da? Den Dornbusch der Bestrafung. Da war ein Zauber. Sagst du das nicht? Hab ich doch. Das habe ich gemacht, wo ich in meinem das erste Mal hier an der Punkt war. Ich bin jetzt am Anfang von der Brücke. Okay, da lege ich mein Zeichen hin. Okay. Hüpf! Oh Gott! Hat's nicht gesehen. Bist du gestorben? Nein, ich doch nicht. Was ist passiert? Ich werf nur fast meinem Pferd die Brücke runtergesprungen. Bist du dumm? Nein. Lebensmüde. Das bin ich. Schön Blutleck reingelegt. Da kann ich aber nichts dafür. Nee. Sagt es dem Typen, der dort gestorben ist. War sicher ein Noob. Aber mal ernsthaft, ich schaffe es hier rüber zu gehen, ohne zu skippen. Du fällst runter. Immer am Limit. Ich bin genau so an der Kante von dem Stein hingesprungen, dass ich runtergerutscht bin. Das passiert. Hey, du weißt, ich habe so diesen Scheißweg zum Feuer geschafft. Welches Feuer? Wo wir jetzt haben! Hilfe.
passiert? Warum ist hier jemand gestorben? Du hast die Nachricht auch vorhin gelesen. Soll ich mit dem Schild von... Oh, das ist eine gute Idee. Steckst du denn eigentlich? Da bist du. Das Schild hilft da, glaube ich, nicht viel. Bei dem Fall. Scheiße! Ich hab mich da unten gesehen, ich hab den Weg aber zu früh genommen. Den Weg zu früh genommen? Ja. Das ist unter Marikas Fall. Ja. Na, jetzt muss ich wieder gegen die Scheiße. Ach, da oben. Ich renn ich mit geh dem, wieder hoch. Nee, ich renn mit dem vierten Stück hoch. Du weißt, dass die unten an der, am Brückeneingang steht. Deswegen nehme ich das Pferd. Ich leg mein Zeichen in der Mitte der Brücke hin. Da ist auch eine Leiche auf einem Stuhl, legst du da. Ja, das meinte ich, in der Mitte der Brücke. Und das ist der Stein, der wo mich das letzte Mal getötet hat. Immer noch. So, okay. Verlorene Kriegsasche. Mein Zeichen ist platziert. Ja, der Schmetterling. Schmetterling. Zielt schon. Wieso zielt er schon? Wo ist sein Zeichen? Bei dem Typen. Ah, das ist gerade aufgetaucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schießt schon auf dich oder was? Ja. Echt jetzt? Haben wir jetzt Schild da noch geschillt? Ich bin schon ein bisschen vorgerannt. Ein Schmetterling! Hui! Das ist ein bisschen knapp aufs Bett. So, hier lege ich dann das nächste Momentzeichen hin, weil hier stehe ich gerade. Das ist schon wirklich was. Schild bringt halt wirklich etwas. Er bringt was? Der Schild tut einen Pfeil abwehren. Ach, da unten ist doch okay. Ja, hier waren ein paar Items. Hallo. Hallo, Mr. Giga Golem. Schubst mich nicht runter. Au! Ja, jetzt war ich ein bisschen größer als normale. Hm? Jetzt war ich ein bisschen größer als normale. Ist größer. Das ist größer als normale, oder? Oh, er hat mir seine Pfeile gedroppt. Ja, mir auch. Dort ist ein. Das sind Ruinen. Ein Fall. Was klingeln? Ich sehe was klingeln. Du siehst es auch. Hast du das doch? Genau. Du
5 Meter Nacht. Bräuchte ich gerade für meine Keule. Du hast schon ein bisschen geupgradet? Mhm, auf plus 7. Okay. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch ohne Tempest. Nee. Aber da. Runterrutschen. Gnade voraus. Das ist Gnadenpunkt. Aber ich möchte da lang gehen. Hm? Ich möchte hier lang gehen. Wir machen diese Geistertiere wieder Angst. Warum? Hier kommt wieder so ein Dorf von. Grasstein. Steht da? Händler suchen. Das ist eine Ecke. Wo soll hier eine Leiche sein? Weiß ich nicht, hier steht Händler suchen. Er ist aber oben. Du hast ihn gesehen? Nee, der Typ hat da hochgezeigt. Okay. Hier ist aber nichts und weiter hoch. Weiter kann ich nicht gehen. Ja, über Warte, uns ist eine Brücke. Da vorne. Da ist mich auch ein Lagerfeuer. Wo? Geradeaus. Dort oben auf den Felsen. Hinten stirbt was. Hinten nimmt der Schaden. Wie soll man da hinkommen? Unten ist wieder ein Golem. Rennen im Visier hinter dir. Wow! Ich hab's gesagt. Ist Geburt. Ich hab nicht mal die Meldung bekommen. Sein Name ist Geburt. Wie ist der denn eigentlich? Ich hab die Meldung nicht gekriegt, keine Ahnung. Ich hab's nur gehört. Gladiator. So, doch gekämpft. Aua. He's falling. Zack. Zack.
He's falling! Aber ich glaube, er hat sich direkt wieder gebrochen. Schmiedestein 6. Ich hab gar nichts mehr. Ey, mein Fußball! Der Stein weggetreten hast. Er war bei mir nicht mehr sichtbar. Das kommt echt in die Gebiete, wo ich echt mal überlegen muss, dass ich meine Zauberkraft abwende. Zauberkraft upgraden. Das war nicht mal Absicht. Was stirbt da hinten eigentlich? Das wäre einfach so. Als Eiter erhöhen. So. Oder ich muss eigentlich. Oder ich muss Lorettes. Was stirbt da? Irgendwas greift. Ah, die. Menschen greifen Fledermäuse an. Scheiße. Die Fledermäuse greifen alle Menschen an. Nein! Missgeburt. Aua! Ich beißen! Dass ich Fledermäuse als Gegner hasse. Eigentlich alles, was fliegt. Bam! What the fuck? Sei nicht so brutal zu dem Vieh. Weil ich trinke gewiss nicht meinen Trank, dreh mich um und zieh bloß auf, wie du wie ein Papa auf das Ding raufprügelst. Aber wirklich wie so ein scheiß Papa. Ein Golem unter Eis. Alles gut? Da das Spiel mich gerade wegteleportiert hat, ja. Wegteleportiert? Ich wurde wegteleportiert. Also, das Spiel hat meine Position korrigiert. Von selbst. Ja. Vorne ist eine Hütte. Hab ich gesehen. Ist ja gut. Was? Des Erhabenen. Da wird der Erhabene gleich sterben. Kapu. Jungfernkleidung. Oder der Erhabene ist schon tot. Schade. Weniger Leichen. Dort kommt man Tempest hoch. Berg. Ist. Was ist hier? Ah! Was ist? Was hast du heute getötet? Da waren Halbmenschen. Die haben mir einen Trank wieder gegeben. Was tut denn? Auf der anderen Seite hat das mal geschaut, was da ist. Lü, hallo. Genau, da kann man mit Tempest hochspringen. Dich nur dies springen. Kann man auch hier Multiplayer hochspringen? Nee. Kannst du nicht. Bis gleich. Hm? Bis gleich. Ja. Schickt er mich einfach weg, die Sau. Du hättest dasselbe gemacht.
Stimmt. Ich bin ja noch da, wo der Riese auf mich schießt. Renn einfach durch. Mach ich auch. Bei der Runde 7. Regenbogenstein. Ehrlich fett mit Kordel. Blüte. Hier ist eine Brücke. Tschüss. Also tschüss. Tschüss. Einfach tschüss. Will ich nicht. Hm? Ich weiß nicht, was das ist, aber es könnte sie wehtun. Was ist da? Nix. Ich weiß wenigstens, warum wird hier gleich ein Gnadenpunkt in der Nähe? Pfeil. Goldene Rune 13. Erster Klingelkäfer. Ich mir schon 8. Da ist der Händler. Welche Baumwolle? Is someone there? A customer? Well. Da kann ich auch 3 Rundbögen. 3 Steinschwertschlüssel. Handbuch des Missionars. Damit kannst du für irgendeine Bodycraft. Und sonst nichts Besonderes. Stop this at once, and I will forgive you. Er hat nicht getötet. Er hat mich getötet. Also du warst jetzt beim Händler. Mhm. Hast du dann einen Rundpunkt gefunden? Nee. Dann reite ich schnell zum Händler hin. Mhm. Mache ich sowieso jetzt. Wir haben ja, glaube ich, eh keine interessanten Items. Jetzt hat ein Rezept, Steinschwertschlüssel und... Ich meine auch Weg zum Händler. Wir haben ja keine interessanten Items. Nein, ich hätte nichts gesehen. Hutze der Wanderjungfer, 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 jetzt Wanderjungfer. Ja, das war noch voll der Hütte. Welche Richtung war der Händler? Wenn du hochgehst, einfach geradeaus.
Ich hatte gesagt, ich hatte ja gesagt, wo der ist. Vorhin, wo ich ihn gesehen habe. Hast du den Händler schon getötet? Nein, das ist nicht mehr dabei. Achso. Jetzt ist er tot. Bei Höhenbögen. 10 Frosthaunte Boli. Der Steinschwertschlüssel. Ringe der Boli können wir craften. Auch gut. Vagabundritter. Rüstung komplett. Blitzgroßbolzen. Bei ihm einfach Bolzen kaufen kann. Mhm. Ich fand schon, dafür braucht man Goldtausendfüßler. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der von ihm getötet wurde. Dann lege ich mein Zeichen wieder beim Händler. Werde geruft. Geruft, ruft. Mal was sagt. Ich hab was denn? Ich hab doch zugehält. Ich meine zu dem Kommentar, dass ich mich gerade selber gehauen habe. Hast du dich selber gehauen? Mhm. Hab ich nicht gesehen. Sehen kannst du es nicht. Es ist schwer zu sehen, wenn ich keine Cam an habe. Hab's auch nicht gehört. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte auch die Brücke. Wo ist die Brücke? Da. Ruinen der Sterngucker. Kennst du es? Ja, ich mach hier nur den Vampirputz. Das ist okay, dann ist kein Vampir. Jetzt ist es gar nichts mehr. Habe ich den direkt zu Boden geschossen? Hast ihn getötet? Hm. Zu dem, was gleich kommt, habe ich vorhin gesagt und tschüss. Zu wem, was gleich kommt? Das da. Da habe ich einfach direkt vor abgehauen. So. Power! Wow. Das ist groß. Tot. Warum hattest du jetzt Angst? Ich war allein. Keine Ahnung.
Ich war alleine. Es hat irgendwas aufgeladen. Ich war alleine und es war groß. Dead Machines. You are an idiot. Hier ist hier nicht mal irgendwas. War das jetzt echt nur für den Skelett da? Hier geht's zu einer Ruine. Und es gibt mehr Skelett. Aua! Mehr mit deinem Schädel. Au! Mann! Darf nicht mal auslachen. Wir sind aus dem Radius raus. Was war das gerade? Kaputte Schlangen. Deiner Kongos. Nee, Schädelschlangen. Hier was. Oh Gott! Hm? Kommen die Zoomies wieder. Unten ist der Tibita-Seefahrer. Was? Ja. Das ist der, wo die Skelette beschwört. Wurde auch zu einem normalen Gegner degradiert. Einfach mal brechen. Ist aber nicht dran. Wow. Oh. Das hat wieder. Zoomie Power! Helfen, Schutzturm und Ressource. Ja. Und da unten. Liebe. Der Jamie kommt. Da unten ist das Leon. Jetzt schubst uns Jamie hier runter. Und das ist übrigens die Festung, die ich gemeint habe. Okay. Wo es uns hinführt. Und dann müssen wir links rum. Okay. Angst, dass die kommt. Du, ich schau mich halt in uns her.
Better solo me! Der fucking Ernst? Naja. Ja, let her solo me. Da werden wir 5 Stück vom Kuchen haben auf Yoda-Art. Ja. Was ist ein Rundpunkt? Ich weiß. Hast du jetzt das gesehen? Ja, ich schaue die ganze Zeit hinter uns. Ich schaue das dann überall hin. Jetzt kannst du uns aufs Handy. Okay, ich muss mich wieder gescheit hinsetzen. Da geht's ja rum. Sein. Hm? Jenny kann auch ein Männername sein. Besser für den Rücken. Der Rücken ist schon kaputt. Der wird nicht mehr besser. Sport? Hm? Sport? Sport? Sport! Sport? Sport! Sport. Bisschen Krafttraining für den Rücken. Also da hinten ist Letter Solo Me. Ich weiß, es ist neben mir. Schaut da aus. Scheißlizenz. Eine ziemliche Scheißlizenz. Doppelkatana und Rüstung. Blades Rüstung. Der hat eine Rüstung an. Let me solo her, wird niemals hierher kommen. Let me solo her macht nur mehr Linie, sonst nix. Ja, ich weiß. Oh, wie führst du mich gerade da unten? Waren wir da unten schon? Das ist ein Rundpunkt. Ah, nee, da waren wir noch nicht. Okay. Hey, gut zu wissen, dass da ein Rundpunkt ist. Es. Geh den Abgrund runter. Oh, scheiße. Scheiße. Er ist tot. Ich sag das nur, es sieht aus, dass es sich heilt. Und beide drehen sich einfach weg. Ist das nicht schön, wenn er sich halt erstmal einen scheiß Vulkan draufschmeißen? Das ist das, was Eric gemeint hat. Was? Wo die Gegner an den Wänden hängen, an den Bäumen. Okay. Das habe ich auch mal zu dir gesagt, dass noch so ein Punkt kommt. Au, und irgendwas bescheißt mich hier gerade. Aua. Scheiß an. Ja, von da oben. Gute Nacht, Saru. Schlaf gut. Gute Nacht. Okay.
Ja. Wie schießt mich denn jetzt hier mit Pfeilen? Bolzen. Komm mal her. Was gibt's? Du hast ja mal einen Stream offen, oder? Ja. Ach, wir sind jetzt weg. Hier, warte, wo der Blut, wo die Blutleiche ist, haben bei mir eben noch 3 Nachrichten in der Luft. Aber wirklich so passiert, dass auch da ein Weg wäre. Okay. Ich hab Angst. Ja? Bitte? Machen wir jetzt einfach. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Psst. Das ist gemein vom Spiel. Das ist sogar richtig gemein vom Spiel. Ist auch in den ganzen Nachrichten in der Luft, oder? Mhm. Was ist da links? Gerade erst begonnen. Geh einfach weiter geradeaus, das ist bloß ein Skelett. Links. Links. Du hast ihn dann drüber geschossen. Geh einfach weiter geradeaus. Das ist bloß ein Skelettkopf. So. Es geht da hoch zum Tempel hoch rein. Lass mich einfach vorgehen. Was hast du diese scheiß Pfeile gecraftet? Oh Gott! Jetzt haben wir schon Turm. Das Siegel des Turms wurde aufgehoben. Jetzt ist die Brücke da. Alter, beruhig dich! Was für ein Siegel wurde aufgehoben? Das Siegel des Turms wurde aufgehoben. Okay, die Brücke ist auch noch weg. Du bist runtergegangen, oder? Ja. Ich gehe kurz hoch. Wieso übersehe ich die scheiß Fahrstühle immer? Okay, also das Siegel, also der Statue am Anfang sagt, alter Schnee zeigt das mal nicht. Nein! Fick dich, du Sau! Was ist passiert? Du weißt ja, wie die Magetürme aufgebaut sind. Mit dieser Treppe außen. Da war ein Gegner. Oh. Great. Das wird jetzt gar nicht nervig. Ich bin beim Händler. Ich reite mal geschwind dahin. Nehmen dann noch den Tibitia-Seefahrer mit.
Okay. Trinas Lilie. So. Ich reite über die Brücke. Nur mal so. Der fallende Schnee zeigt, bringt mir gar nichts bei der Brücke. Man sieht nicht, wo die Brücke ist. Ich habe doch irgendwo einen Bogen. Habe ich auch Pfeile dafür? Ah, so Regenbogenschlammpfeile. Die Füße unter Bogen. Das Auge der Beste zittert, das ist schön. Ich bin hier gerade am Durchrennen von zigtausend Skeletten. Der Seefahrer ist tot. Ifens Spitzsturm. Hast du die Waffe überhaupt vorgelesen? Nein. Scheiße, ich habe... Ifens Spitzsturm. Ein Großschwert nach dem Vorbild von Helfens Spitzturm. Der die Toten der Geisterwelt mit seinem Licht leitet. Dieses Licht ähnelt der führenden Hand der Gnade, aber angeblich können es nur die sehen, die in einer Schlacht gefallen sind. Einzigartiges Talent, fatale Geisterflamme. Schwingt das Schwert, um seine Klinge in Geisterflammen zu hüllen. Geisterflammen ergänzen Angriffe um Magieschaden und ist eisig kalt. Warte, die Regenbogenschlammpfeile, die kannst du craften, oder? Diese Regenbogensteinpfeile kann ich craften, ja. Ich nicht. Kann sein, dass ich das Rezeptbuch mit der Lur gefunden habe. Ah. Zwar aber noch in Anfangsgebiet. Im Grabe. Das ist schön. Wo ist der Runenpunkt? Da ist der Runenpunkt. Wo war der Turm da hinten? Wo war nochmal die Brücke? Also die... Hm? Ich muss nochmal nach links dann. Da, wo die ganzen Blutflecken sind. Ach, da ist hier ein Nachricht zu kommen. Genau. Man kann es schon so ein bisschen sehen. Schnee, der da auf dem Ding fällt. Ziegel des Turms ist gebrochen. Du bist schon durch? Ja. What the fuck? Ich stehe gerade mitten auf dem Ding und habe Angst weiterzugehen. Der Weg ist größer als du denkst. Also ich kann zumindest anhand der Pfeile sagen, dass es vor mir nicht mehr weitergeht.
du musst jetzt nach rechts ab. So, nee. Plötzlich schießt mit dem Pfeil direkt vor mir und der geht durch. Deine. Schau mal ein bisschen geradeaus zum Turm. Ob deine Nachricht ist ein bisschen. Mit vorne. Muss auch ein bisschen nach oben gucken. Sternregen. Das ist ein legendärer Zauber. So. Ich leg mein Rufzeichen dort, wo die Brücke beginnt. Also wo die Treppe beginnt. Sternregen. Erzeugt eine Zeit lang einen Sternregen. Diese älteste aller Urzaubereien stammt angeblich von einem Astrologen der Antike, einer wahren Legende unter einer wahren Legende unter den Zauberern. Schafft eine dunkle Sternwolke über den Zaubernden, aus der sich kurz darauf ein gewaltiger Wolkenbruch entwickelt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden. Lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dieser Zauber, aus dem die Schimmerstein-Zaubereien entstand. Durch einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm ihre Macht Gestalt an und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. So, wo hast du dein Zeichen gelegt? An dem Punkt, wo dann die Treppe hochgeht. Also du kannst eigentlich immer geradeaus bis zu dem zur Wand. Bis davor musst du dann schräg Richtung Turm gehen. Bis zu nah rechts. Da liegt mein Zeichen. Dir ist die Nachricht echt weit, zu weit weg. Hm? Von dem Punkt, wo die Treppe ist. Ja, der Treppe, da sieht man es wegen dem Schnee, aber davor finde ich überhaupt nicht. Scheiße! Was hat explodiert? Wo bin ich? So, du Schaden bekommen. War ich einfach ganz runtergefallen. Und Jan. Er ist ein Alter. Ne, er ist da. Hm? Wo ist er? Ich hab ihn gerade rollen gehört. Ist der berechtigt, auch Zügel zu aktivieren? Ist an, ja.
Der Ruhig hat den Aufzug runter. Ich kann vorhin wieder hoch, bevor er aufsteigen kann. Er ist schon auf dem Aufzug drauf. Hat schon mal dein Verlauf. Oh. Ich glaube, es ist eine ähnliche Idee. Ja. Ich glaube, er ist PvP geübt. Bisschen. Na gut, bei dem Turm sind wir jetzt fertig, oder? Ja, wir können halt vorne nochmal rausgehen. Ich schau mal schnell. Hier sind vielleicht sehr viele Ballons. Viele Geistertiere. Lager gibt's dort. Die Ballons geben nur goldene Rune 12. Es gibt ein Ziegelgefängnis. Okay. Ziegelgefängnis des Fürstenanwärters. Cool. Auf unserer Suche nach dem Todesvogel gesehen. Den haben wir auf unserer Suche nach dem Totenbeschwörer sehr gut übersehen. Er kommt nur in der Nacht. Todesvogel kommt nur in der Nacht. Okay. Ja,
Aber was hältst du davon, wenn wir nächste Woche weitermachen? Schon eins. Dritter Willkehr der Tafelrunde. Kann man gerne gleich machen. Ich mach nur schnell das Siegelgefängnis noch. Okay. Aua. Der kann sich heilen. Die Sau. Eigentlich müsstest du... Au! Sie aber nur einmal heilen. Und Vicky ist tot. Was ist denn das für ein Biss? Vickys Drachenblitz. Ja, Bruch. Ein von den Fingern versenkter, blasenbedeckter Eisenhelm. Tragen von Vicke, dem Ritter der Tafelrundfeste. Ein anderer Befleckter war dem Thron des Elbenfürsten näher als Vicke. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Traf Vicke seine Entscheidung für seine Jungfer oder hat ihn eine andere Macht zur Mission? Drachenblitz, stärkt den Körper und die Waffe mit in der rechten Hand mit einem roten Blitz. Berufung von Vicke, Ritter der Tafelrundfeste, schwört einen roten Blitz für den Körper des Zaubernden und die Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Zaubert die Waffe mit Angriff und einem Blitz, erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht, verringert allerdings auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Von allen Rittern war Vicke, der Drachenspeer, derjenige, den Lanceax am meisten liebte. Machen wir nächste Woche weiter. Ist doch diese erste Probe bei den Erdmenschen. Willst du ihn alleine machen oder soll ich das machen? Mit Todes. Willst du nerven? Ich hatte den nicht. Ich hatte den ja schon einmal fest. Nervige ist halt, dass man immer auf die Nacht warten muss, wenn man gestorben ist. Nee, bei dem hier nicht, glaube ich. Ja, da. Wo bist du denn eigentlich? Wie gesagt, Richtung. Da, wo wir nach diesem scheiß Totenbeschwörer gesucht haben. Bei der Brücke. Ja, ja, aber in welche Richtung gehst du vom Wohnpunkt? Ich war bei dem Wohnpunkt unten bei... Ich bin nicht von dem Wohnpunkt, ich bin wieder oben gewesen. Vogel ist oben, nicht unten. Toll. Jetzt war ich zur Amerika-Statue.
war gemein. Ich hasse das fetten Shortcut. Wie hier auf dem Shortcut. Ich wollte jetzt aus dem Trank trinken und habe das Pferd gekommen. Weil ich den noch ausgerüstet, weil ich den noch drin hatte. Das passiert mir ständig, dass ich, wenn ich einen Trank trinken will, ich plötzlich aufs Pferd komme. Hast du gerade meinen Stream? Ja. Ich habe gerade die Karte aufgeklärt, dann siehst du, wo der Zulus vorgelöst. Ach, da hinten, okay. Zeigt Bestien Clown die Umgebung mit Schockwellen zu reißen. Der von Bestien Kleriker nur erklärt, der auch übertragene. Alter! Zeigt Bestien Clown die Umgebung mit Schockwellen zu reißen. Lange Zeit war Kumar eine derart wertig wilde Bestie, sein einziger Name Tod der Halbgötter bedeutete. Rauscht es jetzt plötzlich? Ist es bei mir oder bei dir? Bei mir rauscht es leicht. Ach, jetzt hast du auch. Dann sogar neben dem Boss, so gesagt. Ich weiß.
Nein! Ja, aber das ist ein gutes Shirt. Mann! Was? Er hat mich getötet. Alter, dieser eine Angriff, den er macht, wo er diese Frostflamme auf dem Boden erscheinen lässt. Die sind so seltsam. Weil wenn die erscheinen, machen die keinen Schaden, sondern nur wenn du reingehst. Zumindest. Ja, mir hat sein AOE wehgetan. Er hat mich gegrabt. So. Ja. Alter. Kein Grab. Okay. Mit dem Charger. Mit Grab. Scheiße. Ich würde die Flamme auch ausbrechen. Ja. Bei dem AOE musst du ganz besonders aufpassen. Ich weiß. Das Ritualspeer. Ein Ritualspeer des Priester aus alter Zeit, dem die Todesvögel Zugang zu ihren Nestern gewährten. Durch das Todesritual wurden die Priester zu Wächtern der Vögel. Das Ritual zu wechseln, ihren Eid in ihre Fernen auferstehen. Talent, Speerruf-Ritual. Du musst den Speer in die Höhe, um Gebete gen Himmel zu schicken. Und ein Hagelgäste auf die Speere zu setzen. Leg bei Marika mein Zeichen fest, wo ich da drauf ist. Was ist das? Das ist, glaube ich, das, was ich gerade eben vorgelesen habe. Nein! Warum musstest du das jetzt machen? Alter! 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 Alter, Alter, Alter. Er hatte doch ungefähr 2 KP. Du auch.
Nur weil ich ihn ganz kurz aus den Augen verloren habe. Okay, das war jetzt richtig fair im Spiel. Ich hing gerade in den Pixel fest. Ich habe einen Teiltrank und einen Mana-Trank gebraucht. Ich habe einen Teiltrank und einen Mana-Trank gebraucht. Ich weiß nicht, irgendwo bin ich am Ausweichen gerade. Hier so in den Felsen rein, nicht in den Felsen, dass ich wirklich in den Pixel festgehangen bin. Okay, dann machen wir es aus. Ja. Ich muss bloß noch kurz irgendeinen Gnadenpunkt teleportieren. Dann bis nächste Woche Freitag. Genau. Bis dahin. Gute Nacht und so. Ciao. Ciao.